Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ark Survival Evolved. Ja, es ist ein bisschen spät, diese Folge. Ich hatte ganze Zeit wieder mal keine Zeit aufzunehmen. Und ja, ich habe endlich heute Zeit gefunden. Ich nehme auch diese Folge genau jetzt so 1-2 Stunden bevor sie rauskommt auf, ungefähr. Ich habe endlich mal Zeit. Und ich bringe die heute auch noch raus. Also ihr seht's ja, dass er heute rausgekommen ist. Ja, gut. Und ja, ich versuche jetzt auf jeden Fall alle 2 Tage wirklich mal Ark zu bringen. Ich nehme jetzt eine richtig lange Session auf, oder? Naja, nee, das auch nicht. Dann, ich werde vielleicht morgen wahrscheinlich noch einen Ark-Stream machen, deswegen kann ich heute nicht so viel aufnehmen. Aber ja. Es geht endlich weiter. Nur mal so kleine Info im Voraus. So, ich könnte mir auch gar nicht mehr überlegen, was ich überhaupt machen will jetzt. Ja. Gehe ich noch mal ein kleines bisschen mit Runa hier raus. Und gucke mal, was es hier draußen gerade alles so gibt. Gibt es auf jeden Fall gerade 2 schöne Stegos. Ein Level 40er. Und du bist ein Level 12er. Du gefällst mir eigentlich richtig gut. Du siehst schick aus. Ja, aber wir wollen heute keinen Stego zähmen. Überhaupt mal gucken, was wir machen. Bienen. Da sind Bienchen. Ja, die zähmen wir aber auch heute nicht. Ja, letztes Mal wollten wir, glaube ich, alles vorbereiten für Bienenzähmen, glaube ich. Es ist ja jetzt schon, wie lange her? Über eine Woche bestimmt, ja. Gut, ich sollte mal wirklich anfangen, zwischen den Folgen nachzudenken, was ich überhaupt machen will. Das wäre klug, wenn ich das machen würde. Aber guck mal jetzt erstmal schnell, ob hier hinten auch alles gewachsen ist, was wir überhaupt gepflanzt haben. Nee, Zitronen sind noch nicht reif geworden. Die haben wir das letzte Mal gepflanzt gehabt. So, Karotten haben wir auf jeden Fall welche. Wie viel haben wir hier? Nur 10. Naja, nehmen wir die mal mit. Spezies Z-Früchte sind ja richtig gut. Schöne Lichtgranaten. Oh, warte, hier steht ja Rosi. So, pack mal einfach mal alles hier rein. Ah, jetzt habe ich eine Idee, was wir machen können. Wir zähmen heute nichts. Wir versuchen jetzt einfach mal einen Fabricator zu bauen. Den brauchen wir ja auch ganz dringend noch. Endlich mal. Ah, ich habe den S-Plus Fabricator gar nicht. So, der Fabrikator S-Plus. Dann, wir brauchen nur Zündpulver und Öl. Das kriegen wir hin. Also, kein Öl. Kein Öl. Ich dachte, wir hätten eigentlich Öl gehabt schon. Guck mal, Bilder. Ah, Bilder hat Öl dabei. Typisch. Der hat immer was dabei, was wir brauchen. Naja, so oft auch nicht. Ich stelle mal kurz ein bisschen die Grafikeinstellungen runter. Denn irgendwie leckt es im Moment ein bisschen. Während der Aufnahme anscheinend. Na gut, noch irgendwas zu sagen. Also ja, morgen kommt ein Stream von Ark. Heute werde ich wahrscheinlich heute Abend so gegen 20 Uhr auch nochmal einen anderen Stream machen. Ich teste einfach mal, also ich mache mal einen Stream-LP von einem kleinen Spiel. Was ich da vor kurzem entdeckt habe, was noch nicht lange raus ist. Und ja, ich werde jetzt versuchen auch jeden Freitag mal wieder ein kleines Stream-LP machen. Mal sehen, Spiele antesten und wenn es euch dann im Stream gefällt, dann
Wird man mal weitersehen. Da könnt ihr mir gerne in einem Stream auch schreiben, ob ihr es hier weitersehen wollt, so in irgendein Spiel. Also S plus Fabricator, perfekt. Wo ist jetzt das restliche Öl? Ich will noch Treibstoff machen dafür. Da. Und dann der Fabrikator. Juhu, wir haben einen. Hat auch lange gedauert. Ja, wenn Ark dann auch vorbei ist, habe ich auch noch mal ganz viele andere Let's Plays vor. Also vielleicht mache ich jetzt auch hier Ark doch noch jeden Tag mal sehen, wie ich es vorhab oder wie viel ich auf zum Aufnehmen schaffe. Nein, ich wollte das nicht wegpacken. Ach, bin ich dämlich. Ja, gut. Dann machen wir das so hier. Der Ofen hat auch kein Holz. Dann muss man noch mal gucken, ob hier Holz drin liegt. Also in der nächsten Aufnahme muss ich dringend ein bisschen vorbereiten vorher. Ich will nicht immer so verplant in die Folge gehen. So, dann machen wir mal ein bisschen Fuel. Und dann schauen wir mal, wie machen wir eigentlich die besonderen Darts? Was brauchen wir alles für die? Ah, die Betäubungspfeile. Drei natürliches Gift und ein bisschen Metall. Okay, das ist nichts Schlimmes. Dann, ja. Das bräuchte man auch noch. Und da fällt mir auch noch was ein, das wir auch noch machen könnten. Wir haben ja da unten so eine schöne Gasquelle. Und für den hier den Schutzanzug, den Strahlenschutzanzug, da brauchen wir ja schließlich auch hier, warte mal, Gassammler, genau. Also, wo ist eigentlich der Gassammler hier abgebildet? Da ist er. Oh, das ist ein Tech-Gaskollektor, der da abgebildet ist. Da ist der andere. Da gab es da nicht eine S-Plus-Variante? Oh, ich habe jetzt ganz vergessen, wie Gas nochmal auf Englisch heißt. Wie heißt Gas nochmal auf Englisch? Das habe ich komplett vergessen gerade. Ein bisschen peinlich. Okay, der war auch weiter vorne. Müssen wir mal sehen, ob wir ihn finden. Wieso schalte ich nicht einfach auf Aberration-Sachen um? Der Gassammler, da ist er. Ab Level 40. Na, gucken wir mal bei Level 40 ungefähr. Ob es auch eine S-Plus-Variante gibt von dem. Hier ist er. Habe ich übersehen einfach. Ja. S plus. Mist. Die Plus-Taste, die andere Plus-Taste ist jetzt Aufnahmetaste. Na toll. Was heißt nochmal Gaskollektor? Okay. Ja. Wir schauen einfach mal schnell nach. Oder nee, das steht ja da unten auch nicht dran. Okay, ich kann ja trotzdem mal gucken, aber sollte eigentlich nicht dran stehen. Ja, ist das nicht eigentlich auch wirklich nicht auch Gas? Ich weiß es gerade überhaupt nicht. Na gut, aber können ja noch ein bisschen Pilze farmen, wenn wir schon hier unten sind. Denn wir brauchen ja ganz viel natürliches Gift. Was man ja sonst immer aus Quallen kriegt. In Ark. So, 7 natürliches Gift. Ist ja wirklich reich an natürlichem Gift hier, die Gegend. Noch irgendwo ein paar Giftpilze, die auch was geben.
Ah, hier glaube ich, oder? Hier könnte was sein. Da ist einer. Das sind nämlich immer die mit diesem spitzen Kappe und roten Stängel unten dran. Die machen diese Gaswolke. Also diese Giftwolke da. Da ist ein Schäfchen. Ist hier auch was? Hier müsste doch bestimmt auch was sein. Nö. Nicht in allen Pilzfeldern ist was. Oh, ein Schäfchen. Ein Level 44er Schäfchen. Braucht man nur Gemüsekuchen. Und das komplette Rezept weiß ich jetzt auch nicht mehr auswendig vom Gemüsekuchen. Aber naja, muss man auch nicht auswendig kennen. So. Jetzt müsste auch genug Fuel da sein. Ach warte, das haben wir... Ne, hier drüben in den Ofen haben wir es gepackt. Stimmt. Ah, vergesslich. Machen wir das auch gleich wieder aus. Ein bisschen Metall brauchen wir noch. Also, nehmen wir mal 200 Metall mit. Und dann haben wir auch schon alles, was wir brauchen. Nee, die brauchen wir nicht da drin. Genau. Ja, wir können 4 Stück herstellen. Oder? Ja, 4. Ja, gut. Ne? Schalten wir es mal ein. 4 Pfeile können wir machen. Das bringt uns zwar nicht so mega weiter, aber immerhin etwas. Dann gucken wir mal, was wir alles für den Gaskollektor brauchen. Ich gehe wahrscheinlich zwischen den Folgen mal ein bisschen Gift farmen. Wir brauchen nur Kristalle. Ja gut, hat Bilder Kristalle? Ja, Bilder hat sogar Kristalle. Der hat alles Mögliche. Und wir können ihn sogar machen. Er hatte genug dabei. Perfekt, einfach nur. Also, da haben wir schon den Gaskollektor. Können wir jetzt wieder runtergehen. Den Fahrstuhl müssen wir auch noch bauen. Nach und nach mal. Also diesen Gaskollektor können wir jetzt einfach hier draufstellen. Auf dieses Gaswain. Also auf die Gasquelle. So, und das produziert jetzt so Gaskugeln da drin in sich. Hier unten ist auch ein Schäfchen. Da hinten ist eine Krabbe. Ich will auch Krabben zähmen. Ja, die werden wir wahrscheinlich dann in 1-2 Folgen zähmen vielleicht. Ja. Also das müssen wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen laufen lassen. Und dann später können wir alles rausnehmen, was wir brauchen. An Gas. Kugeln. Die braucht man ganz dringend für den hier Strahlenschutzanzug, die Gaskugeln. Ohne kommt man überhaupt nicht mit Strahlung zurecht. Und wenn wir dann den Strahlenschutzanzug haben, dann können wir auch schon Rockdrake-Eier klauen. Wenn wir wollen. Und ich glaube, wir wollen das auch, denn Rockdrakes sind cool. Und wir müssen mal vorankommen. So, warte. Mache ich gleich noch einen Screenshot hiervon. Extra für Thumbnail. So. Das sind genug Screenshots. Dann habe ich wenigstens auch mal ein bisschen schärferes hier Thumbnails, denn sonst schneide ich immer die Bilder aus den Videos raus, weil ich immer vergesse, Screenshots zu machen im richtigen Moment. Und
Ja, kann man ja nicht immer machen. Dann würde ich jetzt auch, glaube ich, gleich sagen, also jetzt gleich sofort sagen, dass die Folge vorbei ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen, wieder mal. Also jetzt kommt wieder öfters Arc. Ich versuche jetzt sehr viel im Voraus aufzunehmen. Und auch immer mal zu streamen. Also mal sehen, vielleicht so jede zweite Woche mal einen Arc-Stream oder je nachdem. Ihr werdet es ja sehen, wenn eine Ankündigung kommt. Aber auch immer samstags, wenn dann. Und ja, dann bis zur nächsten Folge von Arc Aberration. Tschüss.